Kommt das international in Fernsehen? Weiß ich nicht. Könnte sein. Denn muss ich so Hochdeutsch nacken, Sess? Deshalb ist es ja. So, dann fangen wir jetzt mal an. Liebe Zuschauer in unserer Reihe, wen interessiert das schon? Stellen wir Ihnen heute einen besonderen Zeitgenossen vor, der uns einen tiefen Einblick in sein Dasein gewährt hat. Die Rede ist von Fischer Dagoth. Genau. Der junge Mann hier, ist hier nämlich schon seit 3 Tagen zugange, weil er gesagt hat, dass meine Familiengeschichte und meine Person für die Öffentlichkeit dann nicht interessant ist. Ich weiß ja nicht, was er tun kann soll. Aber anders werde ich ihn so nicht wieder los. Fischer Dagoth, wie hat das eigentlich alles angefangen? Wo sind Ihre Wurzeln? Hä? Meine Wurzeln? Die sollen so in der Küche sein, nicht? Da, wo sie hingehören. Nein, ich meine Ihre Herkunft. Wo kommen Sie her? Familie etc.? Tja, da muss ich ja weit zurückgehen in die Historie, nicht? Das ist ein bisschen Sigelins. Mein Großvater, der war ja auch schon Fischer. Und meine Großeltern, die sind ja damals von Ostpreußen weg. Wann war das? Tja, weiß ich auch nicht so genau. Das kann ja schon in der Zeit von der Kreuziger gewesen sein, nicht? Die konnten ja damals nichts mitnehmen. Die hatten nur ihr Tafelsilber, soweit ich mich erinnere. Und damit das keiner klaut, haben sie das in ihre Klamotten eingenäht. Die hatten ja sonst nichts, als sie hier ankommen. Das Tafelsilber, das haben sie immer noch. Brauchen sie aber nur an hohe Feiertage. Nicht? Hab ich schon gesagt, dass mein Großvater auch Fischer war? Ja, das haben Sie schon erzählt. So, hab ich schon. Na, jedenfalls hat mein Großvater hier mit einem Schlauchboot angefangen. Ja, meine Großmutter hat mir mal erzählt, wie geschlaucht er immer so, wenn er von Fischen nach Hause gekommen ist. Ja, so war das. Mit dem Schlauchboot hat er das ganze Jahr gefischt? Nee, das Städte hat er dann außen dort. Das war ja schon was damals. Das mit den Kutter, das kam ja erst 4 Städte. Und das, was mein Vater war, der hat ja den Kutter übernommen. Der war ja auch Fischer. Also nun unter Jahre. Dann hat er nämlich die Schuppenflechte gekriegt. So wegen den ganzen Fisch, nicht? Bis zu seiner Rente hat er dann als Vorkoster in der Fischnäherfabrik gearbeitet. Aha. Aber die Katrine, den Kutter, den haben sie heute noch. Was ist eigentlich mit dem Fisch hier? Ist der tot? Nee. Der hat gerade nur sein Futter gekriegt. Danach legt er sich gerne ein bisschen hin. Das ist Tidatlet, unsere Hausscholle. Wie sind Sie denn an die gekommen? Ja, die ist uns ja quasi zugeschworen, nicht? Meine Frau sollte ja schon immer ein Haustier haben. Und dann haben sie uns gedacht, lieber ein Seefisch als ein Blindenhund. Ja, so war das. Und nun lädt er da uns ins Haus. Aber ist das nicht ein bisschen eklig? In der Wohnung so ein nasser Fisch? Nee, ist er ja gar nicht.
Sie haben den damals drei Sachen zu den Antialkoholikern geschickt. Danach war er trocken. Aber wie ist das? Muss er nicht ab und zu mal sein Geschäft machen? Ja, ist ja klar. Und wenn Sie Gassi gehen, dann kommt er natürlich an die Leine, nicht? Dann wird er nicht ausdeckst. Der wird es ja sofort nicht kriegen, wenn da in der Nacht erschafft ein paar Fischdorn in Tarnungslaune sind. Da wäre unser Täter hinterher wie der Teufel hinter die andere Seele. Und dann kriegt ihn nicht mehr zu fressen. Das geht ja nicht, nicht? Wie lange lebt denn so ein Fisch? Ja, das können so 50 Jahre werden. Tatsächlich? Ja, ist kein Hühnkron. Und wenn er denn da gehen muss, ich mach gar nicht an Denken. Vielleicht eine Seebestattung? Nee, nee, das haben sie ja schon alles mit ihnen abgestrochen. Der ist ja gekocht und schön auf eine Plätte aus Gemüse aufgedauert. Ist doch auch schön, wenn er noch aus seinem eigenen Beerdigungsessen dabei sein kann. Nee, ist ja nicht für jeden möglich. Nee, das ist wohl glücklicherweise so. Aber anderes Thema. Ich bin jetzt ja schon seit einigen Tagen zu Gast bei den Dargots und habe in dieser Zeit natürlich auch ein paar Fotos gemacht. Darf ich unseren Zuschauern davon einige zeigen? Ja, machen wir hin. Ist ja so nichts Unanständiges da sein, nicht? Und Sie können uns was dazu erzählen? Das will ich so tun. Denn dann los. Also, das hier, das ist für unser Haus. Ist schon nicht groß, aber die Zahl ist es. Ja, ja, und das hier, das ist unsere Stube. Aber die brauchen wir ja nur, wenn Besuch da ist oder ein hoher Feiertag, nicht? Nee, sonst wird das ja alles zu viel abgenutzt. Das soll schon gern lange vorhalten, nicht? Und wer ist das auf den Bildern? Also das auf dem großen Bild, nicht den Südwester. Das ist mein Großvater. Und rechts daneben, auf den anderen, das sind meine Eltern. Links ist meine Mutter und gleich daneben mein Vater. Und auf den kleineren darunter sind das Sie und Ihre Frau? Nee, nee, das sind nur meine Schwiegereltern. Tja, das mit meiner Frau ist ja so. Die hat ja schon von klein an eine Linsenallergie. Die will zum Verrecken nicht von einem Fotoapparat oder einer Kamera, nicht? Kannst du nichts gegen machen. Die lässt sich nicht fotografieren. Und wenn man das versucht, dann kann die richtig schön sehen, ja. Und du glaubst das nicht. Selbst auf unserem Hochzeitsfoto bin ich alleine drauf. Ja, so ist es. Ach, hier. War das nicht der Geräteschuppen? Ja, genau. Hier sind wir in unseren Schuppen und Haufen. Da ist alles drin, was unser Haufen ist, nicht? Siehst du, Netze, Schwinne, Dojen und Werkzeug und so. Eben der ganze Trinkron, den man so zur Arbeit braucht. So, das ist unser Hafen. Auf der rechten Seite, das war nur für die Segelverrückten und Touristen. Mit denen haben sie ja nicht viel zu tun, nicht? Da braucht man eigentlich auch gar nicht hingucken. Und hier, das ist jetzt der Fischereihafen. Ja, viele Fische gibt es ja nicht mehr, weißt du? Wegen der Quote. Und da, wo ich den Fall
aufgenommen hat. Also dieser rote Pfeil da, das ist unsere Katrine. Wieso Katrine? Heißt Ihre Frau nicht Katrine? Ist doch klar. Ist da dir gedacht, hat eine ansehnliche Reling und einen ordentlichen Attestesen. Ja, genau wie meine Frau. Was kommt nun? Ach ja. Das hätte ich mir auch sparen können. Jetzt sind wir nämlich auf der Katrine, also auf dem Kutter. Da sind wir mal ein bisschen rausgeschittert, ne? Damit so eine Landratte mal sehen kann, wie sich das anfühlt, so auf dem Wasser mit ein bisschen Wind. Vielen Dank. Mir war so schlecht. Von wegen Wind, das war Sturm. Ach, das war doch gar nichts. Das war gerade nur Windstärke 8. Sturm ist ja erst bei 10 oder 11, nicht? Denn wenn die Schafe auf dem Deich keine Locken mehr haben, das ist Sturm. Aber ganz nebenbei, ich muss gleich wieder los. Willst du nicht fahren? Was? Nee, bestimmt nicht. Herr Dorgott, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Doch, nicht viel. Kick mal für den Wind. Ach so, ja. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch und kommen Sie ruhig wieder vorbei, wenn sich das nicht verneinen lässt, ne? Aber nun ist es wirklich los. Von nix konnte nix, ne? Tschüss.